In diesem Video präsentiere ich euch wieder ein Projekt aus unserem Hause und bei diesem Projekt hatten wir begrenzende Herausforderungen. Und was ich damit meine, das seht ihr im Küchenquickie nach unserem Intro und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzlich willkommen bei Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Wir sind auch hier wieder in einer guten Küche mit anfänglichen räumlichen Herausforderungen, denn der Plan unserer Kunden für diese Küche war ein ganz anderer. Ja, was jetzt draus geworden ist, das habt ihr ja schon in unserem Küchenquickie gesehen. Ursprünglich war angedacht, dass das hier eine offene Wohnküche wird. Denn die Wand, wo sich jetzt die Hochschrankanlage befindet, sollte geöffnet werden, entweder komplett oder zumindest mit einer sehr großen, ich nenne es jetzt mal Durchreiche, wo wir hier eine Flachstrecke hätten und im Wohnzimmer dann einen Tresenbereich. Ja, der Vermieter, denn wir befinden uns hier in einer Mietwohnung, hat dem Ganzen nicht zustimmen können aus baulichen Gründen. Wir haben hier eine tragende Wand. Und somit konnte die nie geöffnet werden. Ja, da war unsere Kundin sehr, sehr traurig, dass ihr Konzept so nicht umsetzbar ist. Und als ich dann hier beim Aufmaß war, weil das hatten wir auch so vereinbart, dass ich, bevor wir mit der eigentlichen Planung anfangen, quasi nach Bedarfsanalyse und Bemusterung uns hier den Raum anschauen und uns quasi ein Bild davon machen, was wir hier für Möglichkeiten haben. Und ja, dann kam gleich die zweite Herausforderung, denn hier waren ja die Anschlüsse schon fertig. Wir hatten hier quasi fertige Stromanschlüsse und natürlich Wasser und Abwasser. Ja, und der Plan für diesen Raum war halt ursprünglich mal ein ganz anderer, also vom Architekten oder vom Planer vorgesehen. Und ja, jetzt haben wir dieses Konstrukt hier, diese Küche draus entwickelt. In mehreren Planungsgesprächen ist dann diese Idee Stück für Stück gewachsen. Ja, und jetzt bringe ich euch das Ganze ein Stück näher. Wir haben hier die Hochschrankanlage auf dieser Seite. Natürlich haben wir dann fast alle wichtigen Elektroanschlüsse mit der Hochschrankanlage verbaut. Aber wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir hier ein Projekt haben, eine zweizeilige Küche. Und ja, Kundenwunsch war, dass natürlich ein großer Stauraum geschaffen wird für die Vorräte, dass wir Backofen hochgebaut, dann die Einbau-Kaffeemaschine und natürlich eine Kühl-Gefrier-Kombination hier ihren Platz findet. Und das Ganze sollte natürlich mit dem Hintergrund der offenen Küche dann auch nicht zu zugebaut sein, wenn wir schon die Wand geschlossen lassen müssen. Also haben wir uns hier quasi zusammengesetzt, haben uns hier die Gedanken gemacht und haben hier einen schönen großen Vorratsschrank mit Innenschubkästen beziehungsweise Innenauszügen, die natürlich auch wunderbar strukturiert organisiert sind. Nochmal für die größeren Sachen oder die Dinge, die man jetzt nicht alltäglich braucht, nochmal die Einlegeböden. Das Ganze ist grifflos ausgeführt. Wir befinden uns hier in einer Küche aus dem Hause Nolte Küchen. Das Ganze grifflos. Wir haben hier die senkrechte Griffspur beleuchtet. Das ist ja quasi hier ein Alleinstellungsmerkmal von
Nolte. Das Ganze ist ausgeführt im Programm Feel. Das heißt, wir haben eine Lack-Laminat-Front. Die haben wir in matt gewählt. Auch hier hat man die ein oder andere Diskussion für diesen dann doch kleinen Raum, denn wir haben hier nur eine Raumlänge von ca. 3,40 Meter und eine Raumbreite von 2,70 Meter. Ja, ob das Ganze nur matt oder Hochglanz ausgeführt wird. Am Ende ist es matt geworden, aber es ist halt weiß, damit der Raum trotzdem hell wirkt und groß. Wir haben auch, das werden wir dann gleich noch sehen, auf der anderen Seite auf der Flachstrecke auf die Hängeschränke verzichtet. Hier dann, wie gesagt, die raumhohe Planung. Das heißt, auf unserem Hochschrank befindet sich nochmal ein Aufsatzschrank, der dann auch in der vollen Tiefe von 56 cm und das Ganze mit einer entsprechend hohen Wange als Abschluss, damit man den Stoß der beiden Schränke nicht sieht. Ja, dann haben wir hier unseren Umbauschrank für den Backofen und den Kaffeeautomaten. Hier haben wir auch sehr lange gesprochen, diskutiert, die Möglichkeiten abgewogen, damit wir in diese Küche quasi den Kompaktbackofen, den schmalen, und passend dazu den Kaffeevollautomaten bekommen. Und die Priorität lag hier eindeutig auf dem Einbau Kaffeevollautomaten. Wir haben hier den Kompaktbackofen und den Kaffeevollautomaten von Miele in Graphitgrau. Und wir haben hier den CVA 7440 und den Kompaktbackofen auch 7440, damit hier quasi die Bedienelemente auch einheitlich im Design sind. Thema Kompaktbackofen haben wir euch ja auch schon mal die Vorteile in einem separaten Video näher gebracht. Das verlinken wir euch über die Infokarte. Ja, unterm Backofen finden sich nochmal zwei Auszüge, die ja über die beiden senkrechten Griffspuren oder die beiden senkrechten Kehlleisten geöffnet werden können und hier über der Ausgleichsblende dann hier nochmal eine Tür in derselben Höhe in den 30 cm wie wieder unser Aufsatzschrank. Ja, dann, wie schon angesprochen, die zweite Kehlleiste, die auch indirekt beleuchtet. Und somit gibt es auch hier nochmal wirklich ein schönes Designelement an der Stelle. Und dann haben wir hier unsere Kühl-Gefrier-Kombination. Wir haben hier unteren Bereich drei Frostfächer in der No-Frost-Technologie. Das heißt, unsere Kundin braucht den Gefrierteil oder das Gefrierteil nicht mehr abtauen, denn wir haben hier keine Eisbildung mehr. Das spart Zeit und Geld. Ja, und dann der obere Teil ist dann klassisch Kühlschrank. Also wir haben hier eine Kühl-Gefrier-Kombination in der Nischenhöhe 1,78 Meter. Ja, das Ganze ist dann mit einer Deckenblende zur Decke abgeschlossen und ja, Erik hat das dann schon vor uns beim Aufbau richtig erkannt. Wir haben ja hier das Schalterelement für die Außenjalousie, die war ja auch vorgegeben und deshalb haben wir die Schattenleiste ein Stück zurückgesetzt und die Schattenleiste geht dann direkt in die Deckenanschlussblende über in einer Höhe oder beziehungsweise in einer Ebene. Und ja, sieht jetzt natürlich aus wie gewollt, ist natürlich auch so geplant, aber hier hat man an der Stelle wirklich Glück, dass das Schalterelement nicht weiter in der Wand drin gesessen hat. Also das hat jetzt wirklich die optimale Position dann auch für unsere Hochschrankanlage. Ja, man muss halt auch das ein oder andere Mal Glück haben. Ja, jetzt gehen wir eine Etage tiefer, denn ich hatte ja gesagt, wir haben die wichtigsten Elektroanschlüsse ja gleich mal zugebaut mit unserer Hochschrankanlage. Also haben wir hier einen dezenten Kabelkanal ergänzt und in diesen Kabelkanal führt das Herdkabel, denn der Herdanschluss befindet sich hier hinter unserer Hochschrankanlage. Aber unser Kochfeld braucht natürlich den Drehstrom, da kommen wir nicht drum herum. Also haben wir hier ganz dezent das Herdkabel auf die andere Seite geführt, damit wir hier unseren Drehstrom haben und beginnen dann natürlich auch gleich direkt hier aus dem Fensterbereich raus mit
dem Kochfeld. Unsere Kundin hat sich hier gewünscht, ein Induktionskochfeld mit integrierter Lüftung. Also wir haben hier einen Muldenlüfter. Auch hier standen mehrere Geräte zur Auswahl. Und am Ende ist das auch dann das Miele-Gerät geworden. Und zwar haben wir hier das KMDA 7272 ohne den Edelstahlrahmen, sondern eigentlich die Variante für den flächenbündigen Einbau. Und ja, das an der Stelle dann halt auch Kundenwunsch. Wir haben hier das Gerät mit einer ungeführten Umluft. Das heißt, wir haben die Schubkästen bzw. Auszüge in der vollen Tiefe für den 56 cm Unterschrank. Wer es schon gesehen hat, wir haben trotzdem hier eine Arbeitsplattentiefe von insgesamt 70 cm. Und das kennt ihr auch schon aus dem einen oder anderen Video. Wenn wir einen Muldenlüfter haben, haben wir dann im Schrank entweder die Blende oder von außen sichtbar die Blende. Da wir aber hier eine einheitliche Linienführung haben wollten, haben wir natürlich die Blende innenliegend, den Schubkasten und hier unten drunter den vollwertigen Auszug für den maximalen Stauraum. Und da uns hier auch die Fensterbank noch ein bisschen geärgert hat mit dem Überstand aus der Wand hinaus, haben wir natürlich auch hier auf der Seite eine entsprechende Passleiste, diese dann aber wieder ausgeführt mit der doppelten Griffspur. Also wir haben hier auf unserer Küchenzeile wirklich eine durchgehende Linienführung. Und ja, dann fragt ihr euch, naja, wenn ihr eine durchgehende Linienführung habt, wie habt ihr das denn dann gelöst? Hat die Küche gar keinen Geschirrspüler? Doch, die Küche hat einen Geschirrspüler. Der kommt nämlich gleich hier als nächstes. Und das habe ich euch auch schon mal mit erläutert. Man kann eine doppelte Kehlleiste planen, auch beim Geschirrspüler. Man hat dann die Herausforderung, dass, wie gesagt, die Front doppelt ist, weil irgendwo muss ja dann auch die Kehlleiste ihren Platz finden. Das heißt, um dieses Maß muss der Geschirrspüler nach hinten rücken. Ist aber, wie gesagt, nicht das Problem, denn wir haben ja eine 70 cm tiefe Arbeitsplatte. Wenn die Tür doppelt ist, die Möbelfront, haben wir natürlich die Herausforderung, dass die Tür ein ganz anderes Gewicht hat. Das heißt, entweder wählt man ein Gerät aus, welches direkt dafür geeignet ist, diese starke Front aufzunehmen. Sollte das nicht der Fall sein, dann gibt es die Möglichkeit, wie bei diesem Gerät, dass einfach die Federn der Tür ausgetauscht werden gegen stärkere Federn und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Wir haben hier jetzt von der Spülmaschine her gesehen, ein Bosch-Gerät. Bei den Geräten der BSH ist eindeutig die Empfehlung, immer die Verblendungs- und Befestigungsleiste mit zu bestellen beziehungsweise danach natürlich auch mit zu montieren, weil hier dann die Maschine nochmal deutlich besser in ihrer dafür vorgesehenen Lücke steht und das Ganze natürlich auch von der Pflege viel, viel einfacher und viel, viel leichter ist als die weißen Gummis. Ja, wir haben hier ein Gerät mit drei Ebenen. Das heißt, wir haben den klassischen Unterkorb, wir haben den mittleren Korb und dann natürlich unsere Besteckschublade ganz oben. Also hier an der Stelle drei Ebenen und wir haben hier auch ein Gerät gewählt, welches schon die Leichtlaufrollen hat. Das heißt, wenn hier die Körbe bewegt werden, weil ja trotzdem gleich im Anschluss der Wohnraum ist, haben wir natürlich hier auch eine, trotz Arbeit in der Küche, eine angenehme Geräuschkulisse. Ja, unsere Arbeitsplatte und die Nischenverkleidung, also sprich der Spritzschutz, ist gewählt in dem Farbton Zement Aradgrau und passend zu dem Farbton Zement Aradgrau haben wir hier die Plango-Spüle, die Etagon in dem Farbton Tartuffo, der sich hier wirklich wunderbar integriert. Und ja, wo wir in die Küche reingekommen sind und quasi unsere Drehutensilien aufgebaut haben, haben wir schon gesagt, dass es wirklich mit dem Fußboden der Front
alles hier ein sehr stimmiges Konzept und die Küche ist wirklich wunderbar in den Raum integriert, fügt sich hier optisch wunderbar ein. Bei der Spüle Etacon haben wir die Besonderheit, dass diese Spüle ja nochmal im vorderen und hinteren Bereich eine Kante hat und für die Kante speziell wird ja mitgeliefert diese Schienen. Das heißt, man hat hier nochmal die Möglichkeit, was abzustellen oder halt hier wie in diesem Zustand jetzt einfach den Aufwaschlappen da drüber zu legen oder halt eben wirklich das Ganze als Untersetzer zu nutzen. Also man ist hier mit dieser Spüle sehr flexibel, kann sehr viel damit machen. Also es ist halt auch wirklich eine Spüle zum Arbeiten in der Küche. Ja, und das Ganze ergänzt mit einem Cooker. Wir haben hier den Cooker Flex. Das heißt, wir haben hier noch die Möglichkeit, das Ganze rauszuziehen. Also wir haben hier das Thema mit dem Schlauch. Ja, und der Cooker hat nicht nur die Einheit für das Kochendwasser, sondern hier ist noch zusätzlich die Cube-Einheit mit dabei. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, an dieser Armatur ganz normal die Armatur zu nutzen, wie man es gewohnt ist. Dann haben wir hier das Kochendwasser und wir haben durch den Cube die Möglichkeit, gekühltes Wasser, still und gekühltes Wasser mit Sprudel direkt hier am Wasserhahn bzw. an der Armatur zu ziehen. Das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz entsprechender Faktor, was die Zeit angeht, gerade bei dem Kochendwasser, ne, gerade wenn man es eilig hat, nicht das Wasser erst zum Kochen zu bringen, sondern zieht sich das gleich hier oder man möchte einen Tee oder möchte noch andere Dinge mit dem heißen Wasser machen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Jetzt hier in dem Haushalt nicht der Fall, aber hier könnte man auch mit dem kochenden Wasser desinfizieren oder blanchieren. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Damit man die ganzen Vorteile des Cooker und des Cube nutzen kann, bedarf es natürlich auch einer kleinen Herausforderung. Das heißt, wir brauchen zusätzlichen Stauraum im Spülenschrankbereich und den haben wir zum einen natürlich durch unsere übertiefe Arbeitsplatte gewonnen, wo im hinteren Bereich sich das Kochendwasserreservoir befindet und hier im Spülenschrank direkt, weil natürlich auch die CO2-Kartusche ja gewechselt werden darf, befindet sich dann der Cube. Und damit das alles auch wunderbar von unserer Optik außen stimmig ist, haben wir hier im oberen Bereich den ausgeschnittenen Auszug speziell für den Spülenschrank und den unteren Bereich, den haben wir dann selber angepasst an die Einbausituation hier vor Ort und haben hier somit auch nochmal einen tiefengekürzten Auszug generiert, der auch wirklich nochmal für Stauraum sorgt und wir haben unsere Optik mit den zwei großen Auszugsfronten. Ja, dann haben wir schon erwähnt, wir haben ja hier bei dieser Küche auf die Hängeschränke verzichtet. Das heißt, wir haben diese Nischenverkleidung einfach ein Stück nach unten gesetzt, so dass es optisch gut aussieht und haben die Nischenverkleidung ergänzt mit dem Leuchtprofil. Das Leuchtprofil könnt ihr einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Wir haben ja jetzt das eher als Ambientebeleuchtung, sprich wir haben hier einen Warmweißton und der kann natürlich gedimmt werden oder dann, wenn man hier in der Küche arbeitet, natürlich auf einen Kaltweißton gewechselt werden. Jetzt hat man ja vorhin schon uns den Spülenschrank angeschaut. Nun stellt sich ja die Frage, ja, wo befindet sich in dieser Küche das Abfallsystem? Das Abfallsystem befindet sich neben der Spüle. Und zwar hier im unteren Auszug haben wir hier insgesamt 4 Abfalltrenner, die hier dann entsprechend mit genutzt werden können. Und im oberen Bereich haben wir nochmal Stauraum hier für die ganzen Gewürze, für Tees und nochmal einen zusätzlichen Besteckeinsatz, weil Schubkästen ja hier an der Stelle doch ein Stück weit begrenzt sind, weil ja der Raum hier uns ein Stück weit einschränkt. Ja, dann haben wir hier quasi zum Abschluss der Küchenzeile einen 90 cm breiten Auszugsschrank. Hier jetzt ohne Schubkasten, sondern mit 2 hohen Auszügen für Geschirr, für
Schüsseln für Utensilien, die halt hier in der Küche und halt für das Arbeiten in der Küche benötigt werden. Ja, jetzt seht ihr schon im Hintergrund, dass unsere Wand hier nicht gerade läuft. Das heißt, hier haben wir die nächste Herausforderung gehabt, denn die Wand läuft hier an der Stelle schräg in den Raum hinein. Hier ist dann halt auch die Tür drin. Im Hintergrund sehen wir den Wohnbereich mit dem Essplatz. Und apropos Essplatz, das war unserer Kundin auch ganz, ganz wichtig, dass hier nochmal wie eine Art Tresen in der Küche integriert wird. Und ja, da habe ich die ganze Zeit mein Veto eingelegt und gesagt, nein, das wird nichts, da ist einfach der Raum zu schmal. Der Tresen wird Ihnen in der täglichen Arbeit in der Küche im Weg sein. Und dann hat es halt eben einen Kompromiss gebraucht, beziehungsweise hat eine Lösung gebraucht. Und die Lösung haben wir jetzt hier. Wir haben im Arbeitsplattendekor, in dem Zement Aradgrau, haben wir zwei Thekenplatten geplant. Eine waagerecht, eine senkrecht. Die ganze noch mit dem Trägerelement verstärkt. Und dieses Bar- oder Tresenelement ist flexibel. Das heißt, jetzt in dieser Position dient es einfach dafür, für nochmal zusätzliche Ablage oder eine zusätzliche Arbeitsfläche, die in dem Fall sogar noch ein Stück weit erhöht ist. Und wenn man jetzt hier an dem Ganzen nochmal sich niedersetzen will, vielleicht noch mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin oder mit den Kindern und hier eine Tasse Kaffee oder halt eben den Latte Macchiato genießen möchte, kann man ganz einfach das Element sich in den Raum schieben und hat hier nochmal die Möglichkeit, sich vorn und hinten zu platzieren und eben zu ratschen und hier das beliebte Küchengespräch zu führen. Ja, dann schiebt man das Ganze wieder zurück. Also natürlich nicht nur zum Ratschen gedacht, sondern man kann natürlich auch das Ganze als zusätzliche Arbeitsfläche benutzen. Gerade wenn man halt ein bisschen mehr kochen möchte und kurze Wege braucht, kann man sich das Ganze mitten in den Raum ranziehen, hätte neben der Spüle nochmal eine deutlich größere Ablage oder Arbeitsfläche. Ja, und jetzt habt ihr natürlich noch nicht gesehen, das haben wir leicht versteckt, das haben wir nämlich zurückgesetzt, weil wir ja natürlich den Eingang offen lassen wollten. Den wollten wir natürlich nicht zubauen. Das heißt, wir haben die Hochschrankanlage nochmal ergänzt um eine kurze Unterstrecke, die in der Tiefe gekürzt ist. Allerdings verzichten wir nicht auf den Komfort, denn auch hier haben wir nochmal Tiefen gekürzt, einen Schubkasten und zwei Auszüge. Und dann an diese Ecke speziell angepasst eine Arbeitsplatte mit Abschrägung, dass wir hier wirklich wunderbar in die Küche reinlaufen können. Auch wenn wir halt was in der Hand haben, funktioniert das sehr, sehr gut. Jetzt hat hier in dem offenen Bereich noch das Wischtuch seinen Platz gefunden, schön versteckt. Und nach oben hin haben wir das Ganze ergänzt um eine weiße Rückwand, um hier nochmal, wie gesagt, einen gewissen Spritzschutz zu gewährleisten. Und dann haben wir hier die Borte genauso angepasst, eingepasst in die Schräge der Wand und haben dann bauseits in das untere Bord nochmal die bereits angesprochene Arbeitsbeleuchtung mit integriert, die jetzt flächenbündig hier in das Bord eingelassen ist. Und somit haben wir hier nochmal einen zusätzlichen Abstellplatz oder sogar Arbeitsplatz, wenn man wirklich mal mit Freunden oder der Familie hier in der Küche gemeinsam kochen möchte. Und auch diese Herausforderung haben wir gelöst. Wir haben hier alle Wünsche unserer Kundin trotz der räumlichen Beschränkungen erfüllt. Unsere Kundin ist mit ihrer neuen Küche glücklich. Und wenn ihr für eure Küchenplanung noch weitere Inspirationen benötigt, findet ihr unsere anderen Küchentouren über den Link. Den Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.